Moin und herzlich willkommen auf Rutex MTG, herzlich willkommen auf meinem Kanal und Happy Halloween an alle da draußen. Ihr seht, ich habe schon den Kürbis hier stehen und habe noch ein kleines Booster-Opening für euch vorbereitet. Heute an Halloween möchte ich gerne noch die drei Booster von Shielded Lotus reingucken. Ich mache mal hier unten ein kleines Logo hin und dann würde ich sagen, schnacken wir auch gar nicht lange, gehen auf die Spielmattenansicht und ich würde sagen, let's go! So, und hallo auf der Spielmattenansicht. Ja, falls ihr euch jetzt wundert, was hier auf dem Bildschirm ist, das ist einmal die Seite von Shielded Lotus. Da wollte ich euch mal ganz kurz ein bisschen was zeigen und mal kurz durchklicken. Hier seht ihr zum Beispiel jetzt die Single Repacks. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Wir können ja mal gucken, was wir heute so aus den Repacks ziehen. Dann könnt ihr auch sehen, ob sich das lohnt oder nicht. Wie gesagt, ich werde nicht von Shielded Lotus unterstützt auf meinem Kanal. Ich mache die Werbung, weil ich an die Seite glaube, weil ich das sehr cool finde. Auch was da so dahinter steckt. Auch hier mit den ganzen Commander-Decks. Hier zum Beispiel neuen Commander-Decks von Dungeons & Dragons, Baldur's Gate oder Streets of New Campana. Und es sind wirklich coole, ich sag mal eher Budget-angelehnte Decks. Also sind sehr günstig und jetzt nicht unbedingt mit den High-End teuren Karten. Aber ich denke mal, ein gewisses spielstarkes Level ist da. Und gerade für Einsteiger finde ich das sehr, sehr cool. Abgesehen von den aktuellen Precons, die sowieso immer mehr an Power gewinnen. Ja, wenn wir jetzt hier neben noch auf die Menüseite gehen, dann sehen wir noch, was sie alles so sonst so machen. Also wir haben hier Commander-Decks, wir haben hier die Standard-Decks, Starter-Decks und wir können jetzt hier bei den Lotus Repacks mal reingehen. Und dann sehen wir auch schon, was wir heute aufmachen. Wir haben hier zum Beispiel noch zwei, wir haben ja heute die Gold-Packs einmal. Da können mehr Rares und Foils drin sein. Und wir haben hier noch einmal die Diamond, also quasi eher der Collector-Pack unter den ganzen Repacks. Und dann haben wir noch die Diamond Edition, das ist dann der ultimative Collector Pack, würde ich sagen. Ich glaube, hier ist, glaube ich, vieles oder alles in Foil und auch viele Mythics, glaube ich, mehr Mythics und Rares drin. Aber was genau, das sehen wir jetzt gleich noch. Und dann würde ich sagen, ich switche nochmal kurz, mach mal den Bildschirm weg. Und dann gehen wir in das Opening rein und ich würde sagen, let's fetz. Ich starte mal mit Gold und arbeite mich zu Blau vor. Und dann würde ich sagen, machen wir doch mal den ersten Gold Booster auf und gucken mal, was da so drin ist. Hier ist es natürlich auf jeden Fall mit den Packs immer sehr, sehr tricky. Da müsst ihr mal ein bisschen gucken, weil die sind sehr krass hart eingeschweißt. Also der Einschweißmechanismus ist sehr, sehr cool, aber meistens passen die Cuttings hier, die Riplines quasi, passen nicht überein. Wenn ihr jetzt seht, wenn ich die Ripline ziehe, dann wäre ich auf jeden Fall durch die Karten durch. Und da ich nicht weiß, wie viel Wert hier drin ist, würde ich tatsächlich mal recht oldschool eine Schere vornehmen und einfach mal die Schere nehmen und die Packs so aufmachen. Mal ausnahmsweise abgesehen vom typischen klassischen Frutex-Geschichten. Und da sehen wir auch schon, wir starten sogar schon mit einer Uncommon. Thrill of Possibility aus dem mystischen Archiv schon mal hier. Sehr, sehr cool. Dive Gambit, auch sehr nice. Sehr coole Karte. So, dann haben wir auch schon die erste Rare-Karte hier aus Strixhaven. Sehr nice. In Foil sogar. Sehr schön. Genau, dann haben wir noch eine Foil-Ochsen. Sehr cool. Confirm the Past in Full Art, auch aus Strixhaven. Nice. Oh, ein Hellion aus Hour of Devastation. Sehr nice. Schick. So, dann haben wir noch eine Rare-Karte aus Jumpstart. Und ich glaube ursprünglich M20 oder sowas war der. Oh, ich bin gerade völlig aus dem Fokus. Entschuldigung. M20, glaube ich, war der noch. Oder M19 war der drinne. Cool, dann haben wir noch einen Warn and Warden aus Return to Ravnica. Sehr nice, auch als Rare-Karte. Oh, cool. Dalakos. Nice. Schöne Karte auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cooler Artefakt-Commander auch. Sehr nice. Wirklich cool. Und eine Mythic Rare haben wir noch. Aus Strixhaven auch in dem Falle. Oh, Apex of Wishes haben wir auch noch mit drin. Nice. Wirklich cool.
Und die stammt jetzt sogar, glaube ich, aus den neuen Dominaria Commander Decks. Sehr, sehr nice. Also aktueller geht's ja eigentlich schon gar nicht, oder? Und wir haben noch hier aus Shadow over Innistrad, aus dem Shadow Pack haben wir noch eine Mythic, Geralfs Meisterwerk oder Masterpiece, auch eine sehr, sehr coole Karte auf jeden Fall. Oh, mir haben gerade ein bisschen die Stimme gefehlt. Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall, also wirklich coole Ausbeute. Also wenn man mal jetzt so mal überlegt, wir hatten 2, 3 Mythics, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 Rares und 2 Uncommons und eine normale Common-Karte in Foil. Also pff. Ausbeutentechnisch kann man sich auf jeden Fall hier nicht beschweren, finde ich. Also, das ist schon wirklich cool gemacht und sehr, sehr cool gemischt auf jeden Fall. War jetzt ein bisschen viel Strixhaven drin, aber editionstechnisch finde ich das sehr, sehr nice auf jeden Fall. Gucken wir mal, was das zweite Booster so hergibt. Jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, was das zweite so hergibt. So, schauen wir doch mal. So. Nächstes Booster, nächstes Glück. Oh, ich sehe auch schon wieder auf jeden Fall alternatives Artwork als Uncommon. Und jetzt sind wir bei Fawn of Eldraine. Sind wir hier gelandet. So, Fokus ist da. Fawn of Eldraine. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall schon mal eine nice Fee. Oh, dann sind wir hier bei Modern Horizons 2 gelandet. Auch sehr geil. Cool. Schön. Oh, geil. Erste Rare-Karte ist ein Karix. Die Riesenkrabbe. Sehr, sehr geil. Riesenblogger. So, dann haben wir eine Voll-Common-Karte. Also die Reihenfolge ist immer die gleiche. So, dann haben wir noch eine Rare-Karte wieder aus Strixhaven. Draconic Intervention. Auch eine coole Karte auf jeden Fall. Die Spore-Web Spider. Die ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Spore-Web Weaver. Oh, cool. Dann haben wir den Haven Ghoul Runebinder. Auf jeden Fall auch hier aus den Zombie-Decks von. Ja, ist das aus, glaube ich, aus dem Zombie-Deck. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. So, dann haben wir noch Hello Respite aus Midnight Hunt. Wake the Slaughter. Oh, die ist böse. Oh, die ist böse, Leute. Ohne Witz. Oh, das ist die Rare-Karte, die keiner haben will. Oh, cool. Ein Battle-Mammut. Nice. Auch wieder zwar die Reprint-Version aus Baldur's Gate, aber das Battle-Mammut fand ich auf jeden Fall eine coole Karte. Und, oh, cool. Geil. Wir haben einen Mythic-Drachen. Schön. Sehr, sehr nice. Also sag noch mal einer, die Booster gönnen nicht. Und wir haben das Soul of Innistrad, haben wir auch noch. Aus dem Commander Decks 2018. Auch noch eine Mythic. Sehr, sehr nice. Also ich weiß ja nicht, jetzt, wie wir value-technisch abschneiden, aber jetzt hatten wir so, glaube ich, sogar eine Mythic mehr, oder? Nee, Rares. Also die Rare-Ausbeute genauso. Ja, genauso. Wieder zwei Uncommons, eine Common-Karte. Sechs Rares und drei Mythics, wovon nur eine noch sogar wirklich gut ist und ich glaube sogar echt gut stabil im Preis liegt. Ich weiß nicht, was das Battle Mammut und Reprint kostet oder den Karix als Foil, aber das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr coole Ausbeute, finde ich. Sehr, sehr nice. Ne? Da bin ich ja mal gespannt, was der letzte Booster so hergibt. Wir haben jetzt noch hier die Mystery Booster Edition, also quasi die Diamond Edition. Und auch hier ist es ganz knapp. Ich würde sagen, das könnte funktionieren. Ich traue mich allerdings ehrlich nicht. Weil hier soll es ja jetzt nochmal richtig Premium geben. Hier gibt es ja jetzt auch Full Art Karten und sowas. Also Full Art Rares und Special Artworks und Gedöns. Und dann gucken wir mal. Ja, er hat Gedöns gesagt. So. Oh, und da starten wir auch schon mit einer Foil Rare Karte. Thundering Ryu. Auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Karte. Sehr, sehr cool. Nice. Ja. Promokarte. Friday Night Magic. Auf jeden Fall cool. Sehr nice. So, dann haben wir aber jetzt schon mal zwei Rares.
wovon eine Promokarte. Dann haben wir hier eine normale Kammer, ein Foil. So, Fokus. Verliert sich. So. Die Performer. Sehr, sehr nice. Research. Barasul. Ja, okay. Hull Breacher. Nice. Heartbreaking Horror. Cool. Nice. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Wirklich cool. So. Brutality haben wir hier auf jeden Fall. Auch ein schöner Spell. So. Quicksmith Rebel. Auch nice. Oh, cool. Dämonische Umarmung. Nice. Das ist M21. Auch eine coole Karte. Sehr, sehr cool. Was haben wir hier? Hypergenesis. Schöne Mythic. Nice. Wirklich cool. Cool. So, dann haben wir noch einen Gear Hulk als Mythic. Oh. Contained Field. Auch eine coole Karte. Ich glaube, die war auch mal, glaube ich, recht teuer damals. Und wir haben sogar noch einen Nissas. Steward of Elementals. Sehr, sehr nice. Lustig. Habe ich auf jeden Fall mal eine weggegeben. Und wir haben noch einen Grandmaster of Flower, auch als Mythic Rare. Nice, sehr schön. War jetzt nicht alles in Foil, aber die Mythic-Ausbeute war wirklich cool. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Mythics. Rare, 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 Heartbreaker, Rare, 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 Promokarte. Rare und nur eine Common-Karte. Also wenn das nicht mal geil ist, das ist doch mal... Da brauche ich auch nicht mal mehr eine Ausbeute machen. Das sieht doch mega cool aus, oder, Leute? Also die Booster lohnen sich auf jeden Fall. Ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, ich räume mal kurz auf. Und ich würde sagen, das war's erstmal vom Video. Ich mache jetzt noch ein ganz kleines Outro und dann... So, und hallo im Outro. Ja, was bleibt mir jetzt noch viel zu sagen? Also, die Repacks waren auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich finde die Kartenauswahl sehr, sehr cool. Ich finde auch das Mischverhältnis finde ich auch okay. Wie gesagt, ein bisschen viel Strixhaven, aber das ist nicht schlimm. Aber da war ja auch ist ja auch eines der cooleren Sets auf jeden Fall gewesen. Gerade mit dem mystischen Archiv hatte das auf jeden Fall was. Und ich bin heute noch auf jeden Fall ein mega Fan davon. Ja, was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Schaut auf jeden Fall bei der Seite Shielded Lotus mal vorbei. Ich hatte sie die ganze Zeit unten eingeblendet. Shielded-Lotus.com. Und schaut auf jeden Fall mal vorbei. Sind sehr, sehr coole Sachen. Auch zum Beispiel für Leute, die gerne mal einen Chaos Draft machen oder sowas, bieten die auch Art Bundleboxen an. Für, ich glaube, um die 40 Euro. Da sind 36 Chaos-Booster drin aus den einfachen Boostern, die, glaube ich, roundabout 1,39 das Stück kosten. Ja, und wie gesagt, ansonsten kauft euch noch einen Premium-Booster dazu und verlost das am Ende für den, der den Chaos-Draft gewinnt oder so. Könnt ihr euch zu Hause eure eigenen Competitions aufbauen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und könnt euch danach noch mit den eigenen Commander-Decks oder mit den umgebauten Commander-Decks von Shielded Lotus auf die Nase hauen. Wie gesagt, schaut euch auf jeden Fall um. Ist eine Empfehlung meinerseits. Schaut euch auch auf Instagram und auf Instagram, glaube ich, bei deren Seite um. Da findet ihr auf jeden Fall immer wieder Infos über die neuesten Decks, die rauskamen. Gerade wenn Editionen neu sind oder sowas, dann kommen da relativ schnell mal die Infos über neue Decks, die verfügbar sind auf der Webseite. Schaut euch da auch gerne mal um. Auch eine Empfehlung meinerseits. Wenn ihr schon auf Instagram seid, dann könnt ihr auch gerne mal auf meiner Seite vorbeischauen. Dort mache ich auch noch kleine Booster-Openings und es gibt ein bisschen Support. Ich zeige euch ein bisschen meine Karten. Ich zeige euch ein bisschen Lifestyle aus meinem Magic-Universum und da könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinklicken und ein Follow da lassen. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Auch ich freue mich auch natürlich gerne über jedes Follow auf diesem Video oder auch jeden Kommentar oder jeden Like. Somit vergesst das nicht. Ansonsten entlasse ich euch jetzt in den Halloween-Abend, wünsche euch noch einen schönen Abend, viel Spaß mit Magic the Gathering und ich bin raus.